Hallo, wer den Kartoffelpüree noch nicht ausprobiert hat im Thermomix, der muss es unbedingt machen. Als erstes den Schmetterling rein. 1000 Gramm Kartoffeln in Scheiben geschnitten, 1 Teelöffel Salz und 400 Gramm Milch. Das Ganze lasst ihr dann für 35 Minuten 95 Grad im Linkslauf auf Stufe 1 garen. Danach gebt ihr 30 Gramm Butter in Stücken rein und gebt noch als Gewürz noch etwas Muskat dazu und lasst es für 30 Sekunden auf Stufe 3 alles zerkleinern. Ja, danach habt ihr wirklich den super leckeren, fluffigen, tollen Kartoffelpüree fertig. Ich kann euch sagen, der schmeckt richtig, richtig super klasse, ohne anzubrennen und nichts. Wenig Arbeit und super lecker.